Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, der uns heute vorliegende Antrag von CDU und Grünen ist symptomatisch für die ideologische Verblendung dieser Landesregierung. Es ist der Beweis dafür, dass der Staat sich der queeren Ideologie vollends unterworfen hat. Ich möchte somit zu Beginn mit etwas Grundsätzlichem aufräumen. Der LGBTQ-Ideologie oder Ideologie geht es nämlich nicht etwa um die Würde und den seelischen Frieden von Andersgeschlechtlichen, sondern schlichtweg um die Negation von Zweigeschlechtlichkeit des Menschen überhaupt. Die Trans-Lobby führt einen Kampf gegen die Natur, ganz nach Judith Butler, die Konstruktion der Denaturalisierung. Dabei darf nicht vergessen werden, dass diese eifrigen Ideologen in Wahrheit innerhalb der Trans-Lobby eine Art Bewältigungsstrategie und Therapieform für ihr eigenes empfundenes Leid sehen. Ich will sogar so weit gehen und sagen, dass einige Trans-Vorkämpfer sich an jene Gesellschaft rächen wollen, die sie für sich als ihren eigenen Feind in der eigenen Jugend oder beim eigenen Outing empfunden haben. Diese Mär von der grässlichen Diskriminierung kommt daher nicht von ungefähr, wie wir tagtäglich sehen. Somit ist die irrwitzige LGBTIQ-Agenda inzwischen leicht zu durchschauen. Aber es ist ihr gelungen, aus einer Verfolgten eine verfolgende Minderheit zu machen. Unter dem Deckmantel der Toleranz wurde schrittweise in Politik, Justiz, Universitäten und Medien eine totalitäre Machtposition verschafft. Der von insbesondere CDU, und das ist wirklich interessant, jeder sollte sich diesen Antrag durchlesen, und Grün geforderte Aktionsplan für Vielfalt und gegen Trans- und Homofeindlichkeit ist aber nur eine Selbstlüge. Ihre durchaus berechtigten Sorgen in Bezug auf ein wachsendes Gewaltpotenzial gegenüber Homosexuellen werden oberflächlich dargestellt, weil die Wahrheit ihr Kartenhaus nämlich einstürzen lassen könnte. Auch wenn wir uns sonst sehr uneinig sind, dürften wir uns alle hier in diesem Hause in einem Punkt uneingeschränkt einig sein, und zwar, dass Gewalt auszuüben, weil ein Mann einen Mann oder eine Frau eine andere Frau liebt, ist barbarisch und ein Ausdruck mangelnder Zivilisation. Aber Sie haben hier den tragischen Tod von Malte C. beim CSD in Münster in Ihrem Antrag ja auch angeführt. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Frage darf an der Stelle erlaubt sein. Wer hat Malte C. getötet? Das ist nicht so ganz uninteressant. Sie wissen es bestimmt, aber ich sage es auch gerne, um Ihr Gedächtnis noch einmal aufzufrischen. Es war Nuradi A., ein gebürtiger Tschetschene. Und man kann feststellen, Sie haben durch Ihre gescheiterte Migrationspolitik die Täter selbst ins Land geholt. Nach Einschätzung des Bundesverfassungsschutzes findet eine immer stärkere Instrumentalisierung sogenannter queer-politischer Themen wie Homosexualität und Transidentität durch islamistische Gruppierungen statt. Die queerfeindlichen Taten dieser Migranten sind nur die Spitze des Eisberges. Seit Jahren haben wir es in NRW mit zahlreichen Fällen von Ehrenmorden zu tun, die vor allem junge Frauen mit Migrationshintergrund betreffen, die sich bewusst mit unseren Werten identifizieren und dadurch in Konflikt mit ihren oft mangelhaft integrierten Familienmitgliedern geraten. Dieses importierte Problem wird von links gerne mal einfach verschwiegen, sondern unter dem Begriff des Femizids zu verschleiern versucht. Bevor Sie also einen Aktionsplan für Vielfalt weiterentwickeln, der das beste Beispiel für Ihre eigene Einfalt ist, sollten Sie sich lieber endlich um die wirklichen Probleme dieses Landes kümmern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, Ihre Aufregung ist ja der beste Beweis. Ich weiß, wenn wir nämlich über queere Politik in diesem Hause reden, dann kochen hier gerne mal die Emotionen hoch, aber Rezession, Wirtschaft und so weiter gerne mal nicht. Aber zum Schluss, weil mich gerade noch mal dieser Post erreichte, die Welt hat schön heute einen Artikel veröffentlicht, queere Aktivisten, die stehen wohl an der Seite von Palästina, ganz ehrlich, mich erinnert das nur noch an eins, an den Ausdruck Schafe für Wölfe. Einen schönen Tag, vielen lieben Dank. Meine Damen und Herren, wenn die SPD ihre Otto-Wels-Gedächtnisspiele beendet hat, möchte ich kurz als homosexueller Mann auch etwas zum Thema sagen. Ich kann jeden Satz unterschreiben, den meine Kollegin Angie Seely-Zacharias hier eben gesagt hat. Sie
haben kein Alleinvertretungsrecht für Homosexuelle in Deutschland, meine Damen und Herren. Wir haben eine ganze Menge davon auch in unseren Reihen, unter anderem unsere Parteivorsitzende. Vielen Dank. Herr Tretschler, ich gehe davon aus, dass Sie sehr bewusst gesagt haben, was Sie gesagt haben. Das entspricht nicht den parlamentarischen Gepflogenheiten. Von daher bekommen Sie dafür eine nicht förmliche Rüge.